Hallo und herzlich willkommen bei Dark Souls, der Film, das Spiel, der Naked Run. Mein Name ist Rian von DaddyDeepHat.de und es geht weiter mit unserem nackten Rennen. Das letzte Mal haben wir Quelaag fertig gemacht und jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen Selbstfindung betreiben, was ich als nächstes zu tun gedenke. Besuchen wir doch einfach mal die Hüterin der Chaosflamme-Dingens. Chaoshüterin des Chaosvereins. Eingetragener Verein Chaos e.V. Da bin ich falsch gelaufen. Hier irgendwo befindet sich eine versteckte Wand. Bin ich überhaupt online? Keine Freunde online. Wenn ich doch nur welche hätte. Und hier finden wir auch genau den netten Hinweis darauf, dass ich dieses Vieh habe ich zum ersten Mal abgeschossen, weil ich mir dachte, oh Gott, der greift mich gleich an. Aber nein, in Wirklichkeit ist es ein NPC, der sehr praktisch ist, vor allem für Pyromaner. Oh, ich kann Geld ausgeben. Ja, sicher. Ich bin halt eine Frau. Haha. Mein Dark Souls Lore ist nicht mehr so ganz auf dem aktuellsten Stand. Soweit ich mich erinnere, ist das hier entweder die Hexe von Izalith, die Witch von Izalith, oder eine ihrer Töchter. Ich glaube eher eine ihrer Töchter, aber ja, haut mich, wenn ich jetzt falsch liege. Ich glaube, die Hexe von Izalith ist das Bed of Chaos. Wow! Schick, 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 schick. Quasimodo. Das ist sehr nett. Vielen Dank für diese Information. Da ist immer Time for Idle Chat. Verzeihung, ich musste mir noch mal kurz etwas einstellen, und zwar meinem guten Timer. Ach, ich darf doch bestimmt bei ihm Sachen kaufen. Ganz bestimmt. Auch wenn ich noch nicht zu seinem Club gehöre. Jupp. Sunroaster. No. Nee. Geld ausgeben. Erstmal reparieren, bevor mir hier alles zu Bruch geht. Haha, Rüstung reparieren. Okay. Ah, ich sollte mir vielleicht mal Geld aufsparen für. Ja. Bevor ich Geld für Level ausgebe, gehe ich lieber zu Rickard zurück und schau mal, was er noch so an Zaubern im Angebot hat. Sieht so aus, ne? Illusory Wall. Anscheinend nicht. Nun gut. Ach Gottchen. Ich muss hier jetzt. Oh nein, ich muss hier jetzt aus Bleithorn wieder raus. Ja. Das wird nochmal seine ganz eigene Hölle werden. Da könnte ich gut meine ganzen knapp 24.000 Seelen bei verlieren. Ganz eigene Hölle. Boah, jetzt ein Quick Travel. Das wär's. Aber es wird ja gar keinen Spaß machen. Ach so, ich bin übrigens ein bisschen erkältet. Falls man das hört, dann tut es mir leid. Ich habe leider die schlechte Angewohnheit, wie ihr aus früheren Let's Plays vielleicht wisst, ab und zu den ganzen ekligen Schnodder wieder in die Nase zurückzuziehen.
Ich werde versuchen, das nicht zu tun. Und ich hoffe, dass ich deswegen eure Dankbarkeit verdiene, ist der blaue Himmel. Was? In Lordran? Immer noch blauer Himmel? Wahnsinn. Okay. Da hinten liegt noch Loot rum. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Interessiert mich auch gerade ehrlich gesagt nicht so ganz. Weil da nämlich große Männer mit großen Steinen auf großen Schultern herumstehen. Da sieht man's nicht so ganz, doch ein bisschen. Egal, ich bin schon vergiftet. Sehr gut, weiter geht's. Ich bin jetzt wieder aufgeladen. Das bedeutet, ich kann mit Seelenpfeilen rumknallen. Knall! Knall! Oh, der lebt noch. Mist. Zack. Ach, das sind die billigen. Ha, ja gut, die hätte ich noch ausgerüstet. Weil ich bei Quelaag mein Arsenal verfeuert habe. Aber es macht ja nichts. Da war's. Verzeihung. Man macht das nicht. Man zieht nicht den Schnuller in die Nase hoch. Ich weiß das. Ich habe kein Taschentuch hier. Aber man sollte es nicht tun, weil dann die ganzen Nebenhöhlen vollgestopft sind. Und der ganze Kram entzündet sich dann. Und es wird nur alles schlimmer. Deswegen, wenn ihr das noch nicht gewusst habt, nicht den Schnuller hochziehen. Ihr werdet deutlich nur noch kränker. Lebenstipps mit Rian. Oder Gesundheitstipps. Eigentlich sind Gesundheitstipps immer Lebenstipps. Und da hinten ist noch Loot. Was? Loot? So. Kurz die Vergiftung losgeworden. Weiter geht's. Ja, ich komme am besten wieder, um mir Kram zu holen, wenn ich weniger zu verlieren habe. Oh, wieder vergiftet. Hutte! Eieiei. Was? Ach du fiktive Gestalt. Oh. Mit der Steuerung wurde es gerade eben nicht so viel. Glück? Okay, da hat man schon gesehen. Selbst in der Nähe der sicheren Flamme hat man keine Garantie dafür, dass man nicht gleich von irgendwelchen Moskitos gerabhut wird. Dann verliert man alles für immer. Es sei denn, man holt es sich wieder. So, ich mache jetzt mal einen auf Langweiler und hole die ganze Zeit meine Magie raus. Ach Gott, da oben. Oben werden noch Toxinspacken auf mich warten. Da freue ich mich auch schon drauf. Es wird das Beste. So, die Vergiftung kann ich tatsächlich mal heilen. Weil ich den Giftbereich verlasse. Unglaublich, aber wahr. Mal abgesehen von den Toxinspacken da oben. Kommen wir schon zur ersten besten Stelle dieses Bereichs. Beim allerersten Mal bin ich hier nicht runtergefallen. Als ich mir dachte, ach, das ist ja ganz einfach, habe ich es plötzlich nicht mehr geschafft, bin zweimal runtergefallen, 10.000 Seelen weg. War geil. War richtig geil. Beste Erfahrung im besten Spiel. Da kommt schon die Mücke hinterher, die ich hoffentlich jetzt. Ah, natürlich nicht. Was? So, okay. Man hat's auch nicht leicht. Es ist nicht einfach, grün zu sein. Das ist auch der falsche Weg. Macht aber nichts.
Von hier oben kann ich eventuell die Spacken erledigen. Oder hier kommt eine Mücke. Ist ja auch okay. Ah, Kopf, nein. Ich sehe überhaupt nichts da hinten. Das ist ja Wahnsinn. Tot. So. Hoffe ich. Die anderen beiden sind auch schon munter am Feuern. Na, mal gucken. Vielleicht kann ich irgendwie von oben auf sie runterschießen. Das wäre ja schön. Nein. Nein, das wird nicht klappen. Nope. Nope, nope, nope. Und ich bin den richtigen Weg gegangen, aus Versehen. Eigentlich wollte ich noch die andere Seite rüber. Jetzt erstmal schauen, dass ich die Toxin-Penner irgendwie wegkriege. Also. Detoxin-Penner. Oh, wie man überhaupt nichts sieht. Das ist Wahnsinn. Okay, dich sehe ich. Und du wirst sterben. Ich weiß, dass ich jetzt toxic bin. Das ist mir egal. Muss ja nur schnell genug sein. So, wo ist der andere? Okay. Der wird mich sowieso kriegen. Da bin ich jetzt einfach mal so pessimistisch und behaupte das. Aber... Und go. Oh je. 6? Oh crap. Das wird nichts. Versuche ihm so viel Schaden wie möglich zu machen, ja. Immer schön auf die Energie achten. Und jetzt wird's kritisch. Heieiei. Schön spannend machen. Wenn die Toxinpenner erstmal weg sind, dann ist eigentlich alles ganz gut. Es sei denn, es sind 2 Toxinpenner da. Oder 3. Ratz, 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 ratz. Was ist hier los? So. Nein, 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 da gehe ich erst gar nicht runter. Okay. Der hockt jetzt anscheinend da unten und wartet darauf, dass ich runterkomme. Wie dumm hält er mich? Oh je. Ah, haha. Und da ist noch einer. So, deine Baumverkleidung kannst du dir mal sonst wo anstecken. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles abgeräumt. Bin ich gleich auch mal so leichtsinnig und begebe mich nochmal auf den anderen Weg, wo mehr Loot und mehr Ehre auf mich wartet. Mehr Loot und mehr Ehre. Diese Leiter habe ich ewig gesucht, als ich das erste Mal aus Bleiterhorn entkommen wollte. Ewig.
Sie war einfach nicht sichtbar. Blut und mehr Ehre. Toll. Oh je. Okay, alles gut. Blut und mehr Ehre. Oh! Oh! Eine neue Sorcery kann ich jetzt natürlich nicht benutzen. Remedy. Klingt ja so, als würde es Vergiftung heilen. Aber bestimmt nicht Toxin. Das wäre zu einfach. Und es ist auch cool, wie man erst am Ende von Blighttown die Vergiftungsheilung bekommt. Nee, hätte ich es vorher gewusst. Dann wäre ich hier vielleicht auch schon mal raufgeklettert. Too late. Way too late. Blut und mehr Ehre, aua. Irgendwie kann man doch auf die andere Seite. Knows the Vulture. I don't. Vielleicht, wenn man auf der anderen Seite weiter hochklettert, eventuell, möglicherweise. Vielleicht. Bin jetzt nicht abenteuerlustig genug, um eine halbe Stunde daran zu verschwenden, herauszufinden, wie man da hinkommt. Verschwenden. Darf ich hier? Schmuck? Vielleicht gibt's hier noch eine Leiter. Nein. Hätte mich auch gewundert. Großartiger Seelenpfeil ausgerüstet. Dann werden gleich nochmal ein paar Hunde geplättet. Und dann kommen die fetten Schwabbel an die Reihe. Und dann bin ich raus aus Blighttown. Und dann geht's nach Sands Fortress. Es ist immer so schön. Man kommt aus einer Gegend raus und da freut man sich und man weiß ganz genau, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, die nächste Gegend wird noch schlimmer. Piff. Puff. Peng. Schwupp. Und eine Firekeeper Soul. Es wird Zeit, meine Flasks aufzurüsten. Mir fällt ein, die Leiter, die ich gerade eben erwähnt habe, das war gar nicht die Leiter, die ich ewig gesucht habe. Die Leiter, die ich ewig gesucht habe... war hier vorne gleich. Die da. Holz auf Holz. Sieht man ja auch gut. Oh ja, Freunde. Ich mach gerne Freunde.
Und noch eine Truhe und dann rieche ich auch schon die Frischluft. Ich kann sie quasi auf meiner verdorrten Haut spüren. Wenn der jetzt noch einstecken würde, wäre das klasse. Ist nicht erforderlich. Geht auch so. Stirbt. Okay. Puh. Plaff. Oh ja, ein bisschen Dung. Für einen guten Start in den Tag. Jetzt kommen natürlich beide. Natürlich. Aber das ist mir egal, denn ich kann dir in den Rücken ficken. Oh, und du mir ins Gesicht. Oh. Glück. Okay. So, meine Damen und Herren, der letzte Gegner von Blighttown. Wer wird prävalieren? Ich oder der letzte Gegner von Blighttown? Macht Rhea noch etwas Besonderes? Nein, er spammt seinen Zauber. Krieg ja auch kein besonderes Item dafür. I did it! Try Sorcery. Try luring it out. Nein. Try luring it out. Versuch ihn herauszulocken. Und damit haben wir auch endlich mal wieder etwas von Rian lehrt euch Englisch, was nicht eine Stunde braucht, um es dann im Anschluss online nachzugucken. Okay, soweit ich weiß, kommt man von dieser Seite aus an einen Ring heran. Nicht von unbedingt von dieser Seite aus, sondern von der anderen Seite aus. Oder so. Aber es ist unwahrscheinlich, dass man den Weg auch wieder zurückschafft. So, und jetzt sind wir wieder bei schönem Game Design, nämlich bei all dem Weg, den wir zurückgelegt haben, sind wir jetzt einfach wieder beim Firelink-Shrine angekommen. Wir sind eine ganze Weile hinabmarschiert, sind aber auf derselben Ebene wie dieser Fahrstuhl, den ich jetzt beinahe gerade runtergefallen wäre. Ja, noch ein hinterher, weil falsche Taste drücken macht ja nichts. Ah, oh, und dann mit Firelink Shrine. Endlich Sachen kaufen. Neu ausrüsten wollte ich sagen. Nein, wir rüsten uns nicht neu aus. Oh je. Wenn ich jetzt hier irgendwo runterfalle, wäre das sehr ärgerlich, weil ich dann den ganzen Weg. Nein, Firekeeper-chan wurde getötet. Dead. Tja, musste ich wohl rächen. Rächen und zurückholen. Aber erst mal mit meinem guten Freund reden. Did you ring the second bell? Oh ja. That is incredible, I must say. But now we have a new problem. It's noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Damn. That stench. And I was really beginning to like it here.
Maybe it's time I do something about it. Oh ja, mach das mal. Maybe it's time I do something about it. Gute Idee. Ich habe vergessen, dass das Feuer hier jetzt inaktiv ist. Hm. Naja, so weit bis zum nächsten ist es ja nicht. Hey, Kumpel. Well, I see you made it out. Oh yeah. Yeah, I made it out safely too. I have my pyromancy the great swamp, so I can usually manage with a bit of care. He's a bit of a Brit, isn't he? By the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you. Ah, and unless you find the magic's unsavory. No. Yeah, wonderful. I'm sure that, you know, they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. 900. Oh yeah. A flame from the great swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Why, let's get started right now. Naja. Pyromancy ist jetzt nicht so in meinem Interesse. Be safe, friend. Don't you dare go hollow. Oh, I won't dare go hollow. Oh, you better not dare go hollow, do you now? Rickard, mein Freund. Well, you certainly are keeping at it. Myself, I'm fine. Let's get started straight away. Let's buy some stuff for control. Naja. Great Heavy Soul Arrow. Klingt gut. Nehme ich. Ne. Das könnte noch praktisch sein. Oh, die Magic Weapon nehme ich auch gleich mal mit. Habe ich das Magic Shield jetzt gekauft oder nicht? Ich glaube nicht. Alright. That'll do it. That should help you on your journey. Oh, warte. Er hat Ringe. Er hat Ringe. Ich glaube, ich könnte mir die fast leisten. Ja, hahaha. Meine Damen und Herren. Mit nur ein bisschen Ausgeben von kleinen Seelen. Kapapapeng. Kann ich mir den Bellowing Dragon Quest Crest. Dragon Crest! Dragon Crest Ring leisten. Alright, that'll do it. So. That should help you on your journey. Und was machst du mit deinen 20.000 Seelen? Alkohol kaufen. So, welcher war jetzt nochmal nicht ganz so toll für mich? Absorbs HP from fallen enemies. Naja. Naja, da behalte ich lieber den Wolf Ring. Bellowing Dragon Quest Crest Ring. Sehr gut. Ich mal lieber. Feuerbomb? Was kann man denn noch so ausrüsten? Das Darksein. Ja, nein. Aber ich kann gleich mal gucken, was ich so für die ganzen Seelen bekomme, die ich ausgerüstet habe. Black Firebombs, ja, okay. Bisschen mehr da schon noch drin sein. Nochmal 2000. Ja. So gehört sich das. Bam. Ich hätte sie vielleicht erst später ausgeben sollen. Ach so. Oh, hello. Well, die Magic, sonst was habe ich mir noch nicht gekauft. Magic Shield.
Jetzt habe ich's. All right. That'll do it. Oh, hello. Hey. My guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. So, I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure. Naja. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Kein Problem. Ich mach alles. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Ey, was soll das denn heißen? Pff. Damit muss ich mich jetzt nicht abgeben. Great Magician. Ich könnte jetzt natürlich... Das wäre nochmal was. Ich könnte jetzt natürlich rechts den Catalyst haben und links die Pyromancy. Es hätte ja was, es hätte ja was. Und dann... Magie aus allen Achselhöhlen. Das war zu früh. Man muss ja in Form bleiben. Oder auch nicht. Gilli, gilli, gilli. Was hat eigentlich mein Zustand von wegen mehr Magie? Gar nichts. Okay. Kann ich nicht lesen. Rebel up! Jawohl. Mehr Intelligenz. Oder mehr Attunement. Na, mehr Intelligenz. Tausend braucht der nächste. Das bedeutet, Browser News. Mal gucken, was noch so bei rumkommt bei meinen Seelen. Ach ja, das passt schon. Da kommt 1000. Nochmal 1000. Nochmal 1000. Dann noch eine kleine. Zu viel Geld ausgeben. 200. So. Ja, Leaf ist nicht Level Up. Einmal auf Level Up. Oh, ich brauche noch. Na gut. 500. Vielleicht gibt einer von den 300 oder irgendwas Krummes zumindest. Nein, natürlich nicht. More intelligence. Das muss ja auch ordentlich ziehen, wenn ich auf die Leute einfeuer. Ah, why, that's a fine ember you have. Danke. I could smith some mighty weapons with one of those. Klingt nach Innuendo. Okay. Magnificent. You won't be disappointed. Ach so, du wolltest meinen Stein haben. Ach, okay. Gut. Titanite Chart. Ach, ich könnte mir eigentlich zwei kaufen. Ich wäre dafür. Das bedeutet, ich muss doch noch mal Geld ausgeben. Naja, Geld.
Blum. Blum. Well, you need it. So, zwei Titanite Shards. Reinforced Weapon. Dagger. Druff. 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 Und ab zur Feste. Feste ist beste Feste. Schön gegen Schlangenpensis, Meister und so. Na komm her. Wäre geil, wenn alle getroffen hätten. Oh, die mal parieren üben. Wäre auch nicht schlecht. Wenn das geht. Oh Gott. Wie, der lebt noch? Gott. Viel zu viele HP haben die. Viel zu viele. Ja, noch bietet es sich an, ja, tatsächlich parieren zu üben. Ah, je. Na komm. Ja, ich sollte nicht so weit weg von ihm stehen. Das war zu früh. Schlangenbiss ist nicht so gut. Zu früh. Das war mutig und dumm. Okay, komm runter hier. Komm runter. Mano a mano. Die sind aber auch schwer zu lesen. Ja. Gut. Ich habe herausgefunden, man kann sie parieren. Und ich sollte jetzt am besten mal zurücklaufen. Ach, ich muss auch noch meine Magic attunen. Ich wette, der eine oder die zwei, die hier zugucken, haben laut geschrien: Oh mein Gott! Du hast hier so viel Magie gekauft! Attune sie! Das mache ich natürlich. Der großartige, heftige Seelenpfeil. Und was macht das? Poison and Bleed, Prolapse. Naja. Brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Power Within. Achso, Pyromancy. Naja. Magic. Gibt's hier viel Magic? Ja, gut. Die Schlangenviecher, die... Ja, doch. Nehme ich mal lieber mit. Dafür lasse ich, glaube ich... Es wäre schön, wenn hier oben irgendwie angezeigt wird, was ist. Das ist wahrscheinlich Soul Arrow. Den lasse ich mal für Magic Button liegen. Ich lasse lieber den Heavy Soul Arrow für den Magic. Für die Magic Button liegen. Das wird der sein. Schätzungsweise. Nein. Der hier. Nein. Doch der. Ich werde es ja gleich sehen. Soul Arrow, Great Soul Arrow, Great Heavy Soul Arrow, Magic Shield, Magic Weapon. Okay. Alles einmal ausprobieren. Great Heavy Soul Arrow. Puff. Okay.
Magic Shield. Geht los. Schild ist magisch. Achso. Funktioniert wahrscheinlich nur auf eine Waffe, die ich in der linken Hand habe. Skritsch, skritsch. Das muss ich nochmal nachschauen. Nein, nicht trinken. Hinsetzen. Hinsetzen, nachschauen. Still sein. Right Weapon. Ach so, da muss ich... Da muss ich den Zauberstab in der linken Hand haben. Das klingt kompliziert und nicht wie etwas, was ich machen möchte. Also, setze ich mich hin. Und der Heavy Soul Arrow kommt wieder. Das ist auch schön geordnet. Nicht ganz so schön, aber so ein bisschen. Ich mal sehen, dass ich den heftigen Seelenpfeil zuerst loswerde. Ist die Falle deaktiviert? Tatsächlich. Schade. Nächster. Penner. Steckte sich hinter der Säule. Wie der Feigling, der er ist. Ich dagegen, ehrliches Backstab. Oh, das ist eine Stelle, die ich überhaupt nicht mag. Gar nicht mal wegen der Fallbeile, sondern wegen dem Zauberfatzke da oben. Ich kenne immer noch keinen super guten Weg, um den überhaupt loszuwerden. Besten ist es meistens. Es einfach so zu versuchen und irgendwann fällt er runter. Warum prallt mein Pfeil vom Beil ab? Interessant. Ja, genau, so funktioniert das. Wie geplant. Und den mache ich aggro. Oder ich schieße unter seinem Arm durch. So, gut, der ist aggro. Komm her. Komm her. Er steht noch. Das war nicht geplant. Hahaha. Okay, weiter geht's. Oh, wie ich mir wünsche, dass ich schon die Abkürzung hätte. An dieser Stelle hier kommt man nämlich irgendwann auch wieder runter, wenn man es bis nach ganz oben geschafft hat. Das ist nur nicht so einfach. Und stehen bleiben. Und weiter geht's. Stehen bleiben. Und weiter geht's. Und Falle. Und Truhe. Und rein damit. Und raus. Und weiter geht's. Schlange. Ball. Schlange kommt wieder. Ins Gesicht, ins Gesicht,
Ins Gesicht. Und Ball. Rennen, 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 rennen. Runter. Schlange. Eieiei. Hier sterbe ich immer. Immer. Ist nicht ganz so schlimm, weil der Zwiebelritter da hinten sie dann gleich töten wird, von sich aus, aber ich hab's noch nie geschafft, beide Viecher hier umzunieten. Irgendwas ist immer. Es ist einfach zu eng da und die Sonne war in meinen Augen und ich hab den Controller falsch rumgehalten. Außerdem lenkt mich dieses ständige Reden wirklich immer sehr ab. Normalerweise wäre ich schon längst mit dem Spiel durch. Außerdem spiele ich in Low Definition, um das Ganze aufnehmen zu können. Und meine nackte Hauptcharakterin lenkt mich ab. Diese Treppen hier gehen gar nicht. Immerhin ist die Falle wieder da. Hallo? Ah, jetzt. Jetzt lasse ich bitte einmal von den Pfeilen töten. Naja, fast. Okay. Und jetzt geht's wieder an der Brücke vorbei. Das ist tatsächlich eine der uninteressantesten Teile des Spiels. Weil es einfach nicht so viel Spaß macht, diesen Teil immer und immer wieder zu wiederholen. Was man leider aber muss. Mist. Ein Pfeilbreiter. Ah, got it. Jetzt kommt er endlich wieder an. Na also. Könnte schlimmer sein. Einmal hat es das Vieh tatsächlich durchgeschafft. Na, jetzt nicht mehr. Das war schon ziemlich verwunderlich. Aber awesome. Dort kommt man übrigens auch hin, wie man sieht, weil die Viecher da unten überlebt haben. Aber das ist viel zu riskant, vor allem weil da unten, ich glaube, 3 oder 4 Titanite-Demons hocken. Das sind diese großen Steindämonen, die wir auf dem Weg nach dem Green... wie hieß er noch? Greenwood... Darkroot! Darkroot Forest gesehen haben. Darkroot Garden. Und die hier sind nochmal Nummer unnetter. So, Kugel. Hier ist schon irgendwas gestorben, ist okay. Und meine Lost Power. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass er sie immer tötet. Where did you come from? Splendid news, I tell you.
Ich mag ihn. Siegmeier. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball to be precise. I must say, I'm a bit too plump to be outrunning those things. So here I sit in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. Mit seinen aufgedruckten Speckrollen. Perhaps I could try some rolling. Bah, no chance. My head would spin. Nächster. Los geht's. Renn. Pause. Renn. Renn. Pause. Rein da. Hoffen, dass ich nicht sterbe. Yes! So habe ich mir das gewünscht. Hier gibt's nämlich einen Ring. Oh, ist er tot? Sweet. Ring der Stahlprotektion. Ich habe vergessen, was er macht. Boosts Defense versus Physical Attacks. Ja, warum nicht? Das ist die erste Verteidigungsform, die ich habe. Bällchen. Das ist Bällchen. So, ich liebe diese Platte. Hallo. Nämlich, ich dachte eigentlich, man wird hier von vorne befeuert. Aber der Trick ist, da ist die Schießanlage. Na, komm schon. Freundchen. Komm her, mein Freund. Lass dich von mir erstechen. Ach, komm. Das ist doch ein ganz klarer Backstab. Shazam. Noch einer. So. Und noch eine Ballkanone. Und los, oh mein Gott. So, und warum haben wir die Schlange vorhin in Ruhe gelassen? Die Frage wird sich gleich beantworten. Pam. Nochmal bitte. Ja, einmal geht noch. Shazam. Gut. Dann kann der ja erstmal wieder in die Richtung. Wieder lebt noch. Okay. Den kriege ich aber auch mit dem Billig-Soul-Arrow. Warte. Ich drehe den lieber in die andere Richtung.
Das hat den Grund, weil ich da gleich wieder raufklettern musste, wo ich vorhin schon hergekommen bin. Und mit ein bisschen Glück resettet der Müll hier nicht. Glück. Pff. Klar. Logan! Bester Freund! You seem quite lucid. A rare thing in these times. I am Logan. Bester Hut. A bit cooped up, as you can see. I have a bright idea. Suppose you set me free. Na klar! Du bist bestimmt auch nicht grundlos eingesperrt. But I could repay you with knowledge and sorcery. Knowledge and sorcery! This place is not. Lieber sorcery als knowledge. The inactivity is repressive. Mhm. Ein guter Master Key. Oh, heavens. Thank you. I'm saved. And I'd love to resume my travels. But I must log a few things first. And I owe you a favor. I will return yes. To Firelink Shrine. Firelink Shrine und dann Logan. So that I may impart my sorcery. Mhm. Werde ich. Sobald ich wieder Geld habe. Oh, und was ist hier? Nichts. Cool. Und was ist hier? Auch nichts. Ebenfalls cool. Keiner dieser Käfige scheint ein Fahrstuhl zu sein. Schade. Aber gut, dass der Master Key auch für irgendwas nützlich ist. Nun gut. Ah, jetzt wieder die Treppe rauf. Treppe rauf, Treppe ab. Immerhin sind die Gegner tot. Hm. Gut, ich glaube, das nächste Mal geht's weiter. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass der Ball jetzt runterkommt. Aber unsere Zeit ist um. Und das nächste Mal werden wir Sense Fortress fertig machen. Ich meine, ich habe ja jetzt schon Logan. Das ist die halbe Miete. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ciao, bis bald.